So, wir sind in Krefeld bei Niklas Wetterhahn und heute wird dem Ständerproblem auf den Grund gegangen, ja? Ist das eine Scheiße? Es gibt niemanden, wirklich niemanden, dem der Ständer immer kaputt geht. Ich habe immer verdammte Ständerprobleme, seit Jahren. Ich möchte nicht auf YouTube-Videos kommen, danke. Sie möchte auf YouTube-Videos kommen? Nein. Das ist mal ein komisches Doch, jetzt seh dich mal nicht so. Herr Boss, ich bin ziemlich enttäuscht von Ihnen, warum rufen Sie nicht? Ich bin hier bei Niklas, kannst gerne vorbeikommen, ne? On my way. Ja, zack, zack. Bis gleich. Frauen klären mit David, so läuft das. Hier haben wir die Feder. Du hörst es nur so. Pium. WTF, war das die Ständerfeder? Hallöchen. Alles gut? Ihr denkt ja sicherlich immer, mein Kennzeichen sieht scheiße aus. Das von Daniel sieht auf jeden Fall beschissen aus. Also wie viele Löcher haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 Löcher sind in deinem Kennzeichen. Wusstest du das? Nein. Daran erkennt man, dass die Menschen, die dieses Kfz bewegt haben, tendenziell eher auf der guten Seite des Lebens sind und Spaß haben. Das klingt plausibel. Wie behebst du in der Regel Ständerprobleme, wenn die auftreten? Ich habe kein Ständerproblem. Sagen wir mal, ich komme jetzt auf dich zu und rufe dich an und sage, hey Jenny, ich habe Ständerprobleme. Wie würdest du dann behilflich sein? Würde ich einen Flex nehmen und den Ständer kürzen. Das kommt ja auf die Technik an, weißt du? Hör mal auf jetzt! Samantha! Als wäre ein erster Kick, kann er nur gefährlich werden. Meinst du, das Bild ist gut geworden? Schneid das nicht mit rein. Geil, guck mal das Bild! Guck mal das Bild! Du hast einen Gang drin. Du hast einen Gang drin, deswegen. Naja, das Ding ist aber trotzdem Schrott. Wir haben das auf Kamera, dass das Ding eigentlich funktioniert. Ich wasche mir nie wieder meinen Bart. Ja, mega, oder? Funktioniert doch perfekt. Danke, Niklas! Du geiler Typ! Schuhu! Bei meinem Golf damals hatte auch die Turbo-Geräusche, weil ich da ein Kabel gezogen hatte. Guck mal, ich kauf keinen BMW, da funktioniert nicht mal Ambientbeleuchtung. Ich sag mal so, ne? Solange das Auto fährt, fährt das Auto. Hast du schon mal deine Bitch zu deiner eigenen Musik gefickt? Auf dem gedeckten Tisch, wenn sie schreit, ich liebe dich. Ihr wisst, ich bin tierlieb. Tierquälerei ist definitiv eine Sache, die ich nicht toleriere. Doch wir sind hier in Deutschland und hier muss man leider Tiere quälen. Deswegen müssen wir den DB-Eater jetzt in dieses Motorrad da schmeißen. Sonst kriegen wir ernsthaft Probleme und am Ende können wir keine Videos mehr produzieren. Und das möchte ich nicht. Ich möchte euch weiterhin diesen unfassbar beschissenen Content bieten. Das Gefühl, ich habe das irgendwie so ein bisschen schräg da reingehauen, ne? Kleines Update an der Stelle, Freunde. Ihr wisst ja, der blaue FMF, ich habe ihn bestellt und viele fragen immer, wo bleibt der, wo bleibt der, wo bleibt der? Und ich habe dieses Video hier von Sascha bekommen. Moin, mein Lieber. Ich glaube, ich habe da noch was für dich gefunden. Niklas hat wirklich den Ständer repariert. Gönnt euch das. Zack. Er ist so ein verdammter Ehrenmann, wirklich. Ich küsse sein Auge. Ja, Mann, geil. So, wir sind jetzt gerade ein kleines Stück gefahren und dann hat sich mein Spiegel hier während der Fahrt gelöst. Ich glaube, den halben Lenker habe ich mir schon zerkratzt. Komisch, auf der Seite hält das doch auch. Ich glaube, damit wird es schwierig. Trotzdem dickes Dankeschön. Ist das okay für dich, wenn du im Video bist? Ja, Mann! Jetzt filtern wir nach vorne und hoffentlich meckert keiner. Zack, 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 so geht das hier. 1, 2, 3 und vorbei. Uiuiui. Sehr wild. Bruder, wie hat er denn geparkt, Alter? Bester Mann. Nein! Hallo? Ja, ist da die Polizei? Hier sind Motorradfahrer. Die machen Lärm und fahren auf dem Hinterrad hier. Ja, ich spaziere hier. Ich möchte meine Ruhe genießen. Ja, das stimmt. Ich habe nichts Besseres zu tun, als Sie jetzt anzurufen. Die machen hier Lärm. Das ist verboten. Das ist nicht erlaubt in Deutschland. Ja, ich möchte, dass Sie jetzt hier einen Streifenwagen schicken. Das muss unterbunden werden. Hören Sie das? Hören Sie das hier? Achtung! Hören Sie das?
Ja, wie soll man denn da als Deutscher in Ruhe spazieren gehen können? Ich sag denen das auch nicht selber. Nachher schlagen die mich noch. Sind nämlich gewalttätige Motorradfahrer. Schicken Sie bitte einen Streifenwagen, ja? Dankeschön. Da kommt jetzt jemand, ja? Ist nämlich verboten. Die laute Scheiße mit euren Motorrädern da oben auf dem Hinterrad fahren. Es geht nicht. Drehen, 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 drehen. Jetzt bin ich wieder ready to rumble. Olli hat einfach hier einen roten FMF-Sticker anscheinend von Bold Design. Ich muss sagen, das sieht schon echt fresh aus. Herzlich willkommen bei Wie filmt man ein Reel 2022? Auf der linken Seite haben wir den... Thomas. Thomas. Hallo Thomas, ich bin der David. Ich nenne dich Tom, ja. Moin Tom, ja. Dann haben wir hier den Olli, dann haben wir hier den guten SWM Live, noch ein bisschen schüchtern unterwegs, ne, das ändern wir aber im Laufe des Tages. Und natürlich unseren Nego, sehr freut mein Lieber, ja. Wir werden heute mal ein Wheelie nebeneinander synchron probieren. So viel in der Theorie, wie die Praxis aussieht, werden wir jetzt spektakulär live demonstrieren. Deswegen, meine Herrschaften, werft die Motoren an, lasst die Kamera laufen und let the Wheelie beginnen, yes. Genau. 3, 2, 1, los! Never gave on my head. Lately I've been living like I can't take a loss. They wanna help me, that's what made me. Einfach ein bisschen schreien, ein paar Dullis auf dem Motorrad und schon entstehen solch tolle Videoclips. Es ist wirklich magisch. Alter! Was geht denn mit ihm ab? Er hat einfach one-handed scrape rausgehauen hier. Digga, das sieht sehr, sehr clean aus, mein Lieber. Wirklich, also bin stolz auf dich. Beim letzten Mal, als er einen Circle gemacht hat, ist da jemand auf den Kopf gefahren. Was? Lava, kein Scheiß. Keine Ahnung, ich hätte halt Gas geben müssen, um nach hinten zu kommen, aber ich habe halt Bremse gedrückt und bin dann so auf den runtergefahren. Halt dein Maul.